Und hallihallo und willkommen, meine lieben Kameraden, zur neuesten Folge von Red Orchestra 2 Multiplayer. Und aus wie Deutschland gegen Russland. Könnte aber auch das andere sein. Amis gegen Japan. Nein. Gutes Deutschland. Ui. Why not? Hell yeah! Okay. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. So. Mal bis dahin. Nehme ich. Den. Weil ich glaube, ich komme erst in den Panzer rein, wenn auch ein Panzer kommt. Und das kann dauern. Bis dahin spiele ich mal Pionier. Und da habe ich zumindest noch eine Mine. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die werfen muss oder ob ich die einfach nur hinlegen muss. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also Rucksackladung werfe ich. Granate werfe ich auch. Okay, alles klar. Also wenn ein Panzer kommt, machen wir ihn fertig. Und entweder gewinnen wir gerade ziemlich gut oder wir kesseln den Gegner gerade ziemlich ein. Okay, die schießen hier schon. Dann haben wir noch Zeit. 5 Minuten. Würde ich mal sagen, wir verlieren gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, dann, dass wir dann nicht... Dass wir dann nicht vorstoßen können gerade. Oder sie stoßen vor. Kann auch sein. Good luck. Aber ich bezweifle es. Okay, da ist gerade einer gestorben. Oh man, der schreckliches Mikrofon. Alter, der Typ, wo der gerade redet, ey. Mit dem geht er gar nicht. Man könnte meinen, der Mikro gerade an. Die Lautsprecher an. Also so auf die Art, man kann seinen Computer hören, man kann den Sound von seinem Spiel hören. Ich will überleben. Ja. Komm raus. Komm schon, du Russe. Gehst jetzt hier raus und stirbst. Okay. Gut, hier ist safe. Ab nach oben. Ah, da ist er ja. Ganz gut aus. Ich brauche Deckung. Okay, würde ich mal sagen, bitte lass mich nachladen. Neues Magazin ist voll. Good work, guys. We just tried the tickets. It's good. Und rüber. Ich habe hier aber einen ziemlich guten Punkt.
Alter, wirklich. Wie konnte er mich durch diesen scheiß Nebel denn sehen? Bei 8 Meter Entfernung ist schon ein ziemliches Stück für den Nebel. Meiner Meinung nach. Ich sollte vielleicht einfach mal ein paar Rucksäcke werfen. Aber nicht jetzt. Alright, we don't have time for artillery, you guys. We gotta push them really hard, get them up. And then we gotta push for the last objective. Come on. You got 1 minute, you guys. We can pull this shit off. They'll go into overtime. Just get Lima, hurry up. Das Viech. Das sagt schon alles. Okay. Nur noch eine Minute. Das können wir noch verlieren, wenn wir den letzten Punkt jetzt nicht da noch schnell einnehmen. Dafür kriegen wir das Eiserne Kreuz. Schnell, Waffen überprüfen. Da, ein MG. If you're at Mike, get ready to storm the bridge. Maschinengewehr da drüben. Everybody, storm the bridge, let's go. We got enough time. Let's go. Push into overtime. Das heißt, es ist Russian. Okay, Brother. Okay, Brother? Was geht denn jetzt ab, ey? Run, run, run. Verdammt! Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Keine Fehler, Männer. Wir können uns bei dir. Los jetzt! Wir müssen nicht zufällig die Brücke sprengen, oder? We'll be fine as long as we're on the bridge, guys. We're going to open it up time. Everybody get on the bridge, let's go. Bridge, I don't care about the artillery. Keep going, guys. Keep it on there. Get on the bridge, be on the sandbag or something. Uh-oh. Komm schon. Ja, da haben wir gewonnen. Immerhin. Ritterkreuz, was ist das denn? Das ist. Kann ich nicht sehen. Diesen Erfolg kann ich gerade nicht sehen, was ich da erhalten habe. 3 Kills nur. Naja. Ah, Ritterkreuz, ein deutsches Online-Kampagnen siegreich abschließen. Okay, das ist was anderes. Das waren die jüngsten Erfolge. Leider konnten wir jetzt auch unsere Ding noch nicht probieren. Wow. Okay. Okay, das ist nice. Ja, jetzt haben wir das eine Gebiet erobert. Sehr schön. Und jetzt heißt es zum nächsten. Und. Wirklich? Noch einmal? Na ja, okay. Spielen wir halt nochmal Bridges of Dorzina. Das ist, glaube ich, das gleiche, wie wir jetzt gerade hatten. Ja, irgendwie ist der Adolf Hitler sowas von beliebt bei den Amis und überall. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Klar, er ist ein Bösewicht. Alles wissen, wie grausam er ist. Aber die Filme über Adolf Hitler und so weiter, die werden einfach nur geliebt. Vor allem von den Amis, noch mehr als von den Deutschen. Die Amis machen sich sogar wirklich mehr lustig über deutsche Kultur, also nicht im schlimmen Sinne, sondern wirklich im positiven Sinne, als andere Länder. Also Amerika ist ja verdammt.
nicht schlecht. Mit den Schiffen-Button legst du fest, welche Stufe benutzen werden soll. Ah ja, das ist mit Bayonett. Okay, ganz interessant. Und ich behalte jetzt einfach einmal weiterhin. Geht in Verteidigungsbereitschaft und lasst die Falle zuschnappen. Den Pionier. Jeder Schuss muss sitzen. Weil wenn ein Panzer kommt, mache ich ihn fertig. Das ist mein Sinn. Mein Ziel. Oh, scheiße, Mann. Wirklich. Also entweder splitte ich ihn wahrscheinlich in zwei Parts, wenn das jetzt hier extrem lange dauert. Oder, ja. Wir schaffen es schnell. Wir verlieren schnell. Hey, wir sind ganz vorne. Nein, nicht reden! God damn it! Das ist reden. Ich weiß nicht, wieder nicht, wie man sich hinlegt. Wir machen das! Nicht so weit vorrennen. Klar, ihr könnt welche töten, aber davor werdet ihr wahrscheinlich sogar sterben. Und er ist weg. Und deswegen haben wir schon wieder einen Mann verloren, der zum einen eben gefehlt hat. Deswegen lieber defensiv. Enemy snipers up in the far right one, probably up in the top. Okay. Nehmen wir die Seite noch ein. Mann getroffen, Mann getroffen! Naja, wir nehmen weiter ein. Mann getroffen! Wie auch immer die sind, die sind irgendwo weiter hinten. Wir erobern das hier. Wir brauchen sofort Artillerie bei dieser Position. Ja, aber nicht da, wo ich bin. Artillerie bei diesen Koordinaten. Nach hinten absichern. Wir brauchen sofort Artillerie bei dieser Position. Schickt Artillerie her, um die Feiglinge rauszuscheuchen. Das ist getroffen. Komm schon, schneller ein. Scheiße. Schneller einnehmen als der Gegner. Schneller einnehmen als der Gegner. Wenn die jetzt davor noch einnehmen müssen, wir zurücklatschen. Und? So. Sicher. Jetzt heißt es C erobern. Fuck. Okay. Fernkämpfer machen uns definitiv alle. Ja, probieren wir es weiter. Hier kommt die Masse. Gut, ich warte bis zur nächsten Masse. Wir sterben zu viele. Oder? Kurz gucken. Wie kann ich mich denn hinlegen? Alt. Gott, darauf muss ich erstmal kommen. Ich dachte, das eine ist auf C und so weiter und das andere ist dann auf Alt. Ich hab's entweder auf X oder auf Y. Fuck, Alter! Wirklich? 135 Meter mit einem Sturmgewehr.
Ah, er ist in der Nähe. Ah, die Seite ist wohl sicherer. 3, 2, 1. Danke, Junge. Gut, jetzt schaffen wir es nach oben. Alter, ich hab doch Alt gedrückt. Scheiß Sniper. Zerstören. Alter, ohne Witz. Die Scharfschützen machen hier jetzt halt so viel, extrem viel Punkte. Nicht mehr zerstören. Ich bin hier, aber hier ist nichts. Also das Ding ist sowas von... ich hab's echt tiefer gedacht. Da hinten ist definitiv einer. Oder ist es der da? Aber ich bin lieber auf eine Nummer sicher. Na, ich bin lieber sicher. Ich gehe schon mal zu E. So eine tolle Überraschung, wenn ich die Gegner jetzt alle von der Seite erledige. Ja, 68 Meter. Der hat mich jetzt von bar 100 Meter erledigt. Oh, ich hatte gesehen. Aber hier bin ich safe. Komm schon, erober den Fleck. Keine Granate? Okay. Ich dachte, dass mir hier fliegt eine Granate her. Okay, die haben's drauf. Die wissen, wie es läuft. Alter, dieser bescheuerte Kerl. Ich habe gewusst, wo von wo er schießt, aber ich konnte ihn nicht sehen. Aus einem einfachen Grund. Ah. Elite-Gewehrschütze. Definitiv. Oh ne. Aber ich kann damit zumindest auf weiter Entfernung was schießen. Wenn Panzer kommen, hole ich mir Panzer, aber bis dahin. Alter, wirklich, die schießen jetzt hier hinten immer noch. Bescheuerte MG da hinten ist immer noch da am Leben. Jetzt musst du schnaufen noch. Ich werde beschossen. Weg mit dir. So, bitte gib mir Meldung, dass ich ihn umgebracht habe. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ich traue nicht, dass dieser scheiß Typ da hinten schon tot ist. Ja, aber wenn er schließt, dann merken wir es ja. Okay, da hinten war wieder ein Sniper. Den habe ich jetzt gehört. Das ist leider leise Blub. Okay. Gruppenführer,
Wir müssen weiter! Da drüben ist ein Ivan! Okay. What? Das war aber verdammt, ne? Oder was soll hier die russische Stimme? Ach lol, du bist auch auf der Seite. Du bist auf der anderen. So. Gut. Von neben uns sterben die Leute. Alter! Von einem Kameraden sogar noch getötet. Ja, wir nehmen das Flecken ein. Das heißt aber nicht, dass wir gleich eine Granate reinwerfen müssen, nur um sicher zu sein. Ach Gott, ich weiß auch nicht. Ach, hinten ist immer noch irgendwo ein MG. Komm schon. So und rein. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg jetzt wieder latschen. Wenn die Gegner uns abknallen in Frieden, irgendwo, wo wir es nicht einmal sehen können. Okay, da war der eine. Ich finde auf jeden Fall, wir sollten die rechte Seite decken. Die linke Seite. Ach komm schon, alle. Wie lange meiner braucht, um den anzuvisieren? Ich habe die Empfindlichkeit eigentlich so weit eingestellt, dass sie eigentlich passt. Also sobald ich zielen muss, ist das so langsam, da hat der Gegner mich wieder abgeschossen. Wie die Scharfschützen machen nicht ihren Job. Wehe. Weil ohne Witz... Die Scharfschützen müssten eigentlich für uns den Weg freischießen. Nimm das, du Ratte! Genau. Hä? Nur einen Moment Pause. So wenig nutzlos. Okay, wir gehen diesmal wegen des Wasser. Ich hoffe, da pisst keiner rein. Das heißt aber auch, dass du jetzt nicht gleich sterben sollst. Ich hab dir jetzt die Pause gegönnt. So. Jetzt ist Zeit von außen alle zu killen. Macht der eine hier vorne schon. Oder wir zumindest. Da ist er. Wir sollten definitiv die Leute schützen, bevor hier irgendjemand langläuft. Okay, ist wieder ganz... Hierher,
gut aus. Aber hier nehmen wir gerade nicht ein. Ja, hier schon besser. Er ist tot. Wirklich? Dieser Scheißtyp da. Wurde nicht mal angezeigt, dass er hier in einem Eroberungspunkt steht. Helft mir, ihn auszuschalten. Wir können es trotzdem schaffen. Wir brauchen sofort Antenne über dieser Position. Wachsam bleiben. Er sitzt in der Falle. Truppenführer, wir müssen runter. Bam! Da ist ein Ivan! Okay, es war auch ein Ivan, nur zur Info gewesen, der Typ da. Alle in der Granate. Okay, eine Rauchgranate. Oh, fuck, Garrett. I'm sorry. Seid vorsichtig, Männer! Scheiß Rauchgranate. Offiziell, wenn ich jetzt sterbe, dann kapiere ich's nicht. Hier kann mich keiner sehen. Ich bin ja auch geschützt. Alle Mann unten bleiben. Er ist tot. Vielleicht? Oh lol, mein Telefon geht los. Sorry about that, falls ihr das Telefon gerade hören könnt. Die Wunde ist schlimm. Aha, okay, mal kurz zurückziehen und nachladen. Da lebt noch einer. Er sitzt in der Falle. Hab ihn im Sperrfeuer. Helft mir, ihn auszuhalten. So, der Typ ist weg. Wenn die wissen. Okay, die wissen, wie nah ich dran bin. Okay. Würde mal sagen, gleich geht wieder die Post hier ab. Oh oh. Wirklich? Durch das Ding durch. Das Ding hat mich null geschützt. Das musst du von der Handgranate schützen. Alter, wie ich mir das erkämpft hab, ey. Ich hab mich den zweiten Platz erkämpft. Jetzt will ich ihn auch halten. Den will ich jetzt auch halten. Und ich mache hier mal einen Cut, weil ich weiß nicht, ob wenn er zu lang ist, ob er ihn dann überhaupt noch exportieren will. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute, ade. Ciao.